Frau Leukefeld, Sie sind seit knapp 3 Wochen in Syrien und halten sich jetzt in Damaskus auf. Haben Sie sich ausschließlich in der Hauptstadt aufgehalten oder konnten Sie auch in andere Landesteile fahren? Meine Planung war eigentlich, als ich gekommen bin, dass ich nach Homs fahre und nach Palmyra. Das war ein zweitägiger Aufenthalt, war geplant. Und dann wurde Palmyra eingenommen von diesem sogenannten Islamischen Staat im Irak und in der Levante. Und insofern war ich dann nur in Homs und habe dort mit Leuten gesprochen, die aus Palmyra geflohen waren. Und ich war in Malula. Das ist eine christliche Stadt, die liegt zwischen Damaskus und Homs. Und ich war in Sechnaya. Sechnaya liegt südlich von Damaskus und hat eine große Zahl an Inlandsvertriebenen aufgenommen. Und ich habe mich dort mit Leuten getroffen, die dazu arbeiten. In Homs habe ich einen Priester gesprochen, der mit seiner christlichen Gemeinde aus Palmyra geflohen war, gerade am Tag zuvor. Und er hat ein bisschen über die Situation berichtet. Und ich habe dort auch erfahren, dass ein Priester, den ich sehr häufig besucht hatte, aus dem Kloster Derma El Yan bei Kariatayn, das liegt östlich von Homs, an dem Tag, an dem diese IS-Gruppen in Palmyra einmarschiert waren, ist er entführt worden und verschleppt worden. Also die Entwicklung rund um die Einnahme von Palmyra habe ich mit Leuten dort besprochen in Homs. Wie hat sich zuletzt die militärische Lage im Land entwickelt? Also, wenn man jetzt vielleicht überlegt, wie war es noch vor 12 Monaten, und wie hat es sich jetzt entwickelt? Palmyra hatten Sie schon angesprochen. Um die Situation tatsächlich zu verstehen, muss man eigentlich sehen, was um Syrien herum geschieht. Anfang des Jahres haben sich drei Staaten aus der Region zusammengetan und haben beschlossen, dass sie also eine große Anzahl von Kämpfern anstellen, sozusagen auch finanzieren und bewaffnen, damit die also vor allen Dingen im Norden Syriens, aber auch im Osten das Land weiter unter Druck setzen, die Regierung weiter unter Druck setzen. Diese drei Staaten sind die Türkei, Saudi-Arabien und Katar. Die haben also eine große Zahl, Tausende von Kämpfern angeheuert, angemietet, die dann von der Türkei aus in die nördliche Provinz Idlib eingefallen sind. Das waren Leute aus Zentralasien, Tschetschenen, Tadschiken, aber auch viele Saudis waren dabei. Und die haben mit einer unglaublichen Feuerkraft, auch mit sehr modernen Waffen, die syrische Armee angegriffen, sodass diese sich zurückgezogen hat. Erst aus Idlib, dann aus Cizre Aşşuhur. Das ist eine Grenzstadt zur Türkei. Und die Provinz Idlib steht weitgehend jetzt unter Kontrolle der Nusra-Front, die also mit diesen ausländischen Truppen zusammen eine Armee der Eroberung gebildet hat, mit dem Ziel, dieses Gebiet also sozusagen von Syrien abzuspalten. Dahinter stehen also diese drei regionalen Staaten, die ich genannt habe, auch noch westliche Verbündete, wie zum Beispiel Frankreich. Im Osten des Landes haben wir also diesen Vormarsch des Islamischen Staates, des sogenannten, der ja einerseits eine Offensive gestartet hat im Irak gegen Ramadi und andererseits gegen Syrien, gegen Palmyra. Und wenn man jetzt diese beiden Koordinaten nimmt und sieht, dass also diese Gruppe ihren Einflussbereich von Norden, von der Grenze zur Türkei bis zum Süden, zur Grenze nach Saudi-Arabien ausgedehnt hat, sowohl in Syrien als auch im Irak, dann sehen wir, dass dort also dieses sogenannte Khalifat entstehen soll oder auch de facto entstanden ist, wie es also vor längerer Zeit auch schon angekündigt worden war. Die syrischen Truppen haben sich auch aus Palmyra zurückgezogen, weil sie nicht mehr in der Lage waren, also an diesen vielen Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Das waren Anfang des Jahres 160 Fronten in ganz Syrien.
Und es sind sehr viele syrische Soldaten gefallen. Viele sind verletzt. Junge Männer verlassen das Land, um nicht im Militär zu dienen. Also insofern steht die syrische Armee tatsächlich sehr unter Druck. Und gerade jetzt, Anfang der Woche, ist bekannt geworden, dass der Iran also offensichtlich bereit ist, eine große Zahl von iranischen Milizen nach Syrien zu schicken oder sie vielleicht auch schon geschickt hat, damit die die syrische Armee unterstützen, sowohl was die Wiedereinnahme von Idlib betrifft, vor allen Dingen der Grenzstadt Shisra Ashur, als auch im Umland von Damaskus sozusagen die syrische Armee entlastet bei ihren vierjährigen Kämpfen jetzt mit bewaffneten Gruppen dort. Wir sehen also eigentlich jetzt ganz offen einen regionalen Stellvertreterkrieg in Syrien. Auf der einen Seite Kämpfer, die also im Auftrag Saudi-Arabiens, Türkei und Katars unterwegs sind, und auf der anderen Seite die syrische Armee mit der Hisbollah und mit Kämpfern aus dem Iran, die also hier sozusagen um den Einfluss und um die Macht der syrischen Regierung kämpfen. Also die eine Seite, die die syrische Regierung unterstützt, die andere Seite, die sie absetzen will. Seit Beginn des Konfliktes wird das kurz bevorstehende Ende Assads angekündigt. Wie fest sitzt der Präsident Syriens im Sattel noch? Er hat natürlich sehr viel an Ansehen verloren. Also er war sehr beliebt, durchweg im ganzen Land, noch 2010, auch Anfang 2011, weil man ihm immer zugute gehalten hat, dass er also ein junger Präsident ist, dass er nicht hungrig ist, wie man hier sagt, also nicht korrupt, dass er die Leute nicht ausnehmen will, dass er auch versucht hat, Reformen hier im Land umzusetzen. Aber das Problem ist einfach, dass durch die Entwicklung der Kämpfe hier in Syrien eben der Einfluss der arabischen Golfstaaten und der Türkei massiv ist und dass die Bevölkerung heute relativ gespalten ist, was also die Position von Präsident Assad betrifft. Dazu kommt natürlich auch, dass relativ frühzeitig, also schon 2011, auch der Westen, inklusive Deutschland, aber auch die USA gesagt haben, es gibt hier keine Zukunft mehr für Assad in Syrien. Und dadurch ist bedingt, dass also auch diese internationale Isolation der syrischen Regierung, mit der man ja bis 2010 und Anfang 2011 sehr eng und gut zusammengearbeitet hat, die Isolation der syrischen Regierung wirkt sich natürlich auch aus auf das Ansehen und den Einfluss der Regierung. Wenn man mit der Bevölkerung spricht, ist es immer noch so, dass viele Leute heute sagen, es geht wirklich nicht aus ihrer Sicht um Assad. Es ging darum, dass die Geheimdienste eingegrenzt werden, dass man mehr wirtschaftliche Möglichkeiten hat. Also die eine Seite hält immer noch weiter und steht hinter dem Präsidenten, zweifelsohne auch die Armee, was sehr wichtig ist. Aber durch diese ständige Isolation, durch den Druck, der aufgebaut wird und nicht zuletzt auch durch den Einfluss der Medien, der arabischen Medien, vor allen Dingen Al Jazeera und Al Arabiya, ist also das Ansehen des Präsidenten sicherlich beschädigt. Wie hat sich zuletzt das Verhältnis zwischen der russischen und der syrischen Regierung entwickelt? Also die russische Regierung hat im Grunde von Anfang an die gleiche Position vertreten. Sie haben gesagt, die Syrien und die Regierung Assad ist unser Verbündeter. Wenn sich da etwas ändern soll innerhalb Syriens, ist das Sache der Syrer. Und dafür hat eigentlich Russland von Anfang an auch im UN-Sicherheitsrat immer eine ganz klare Position bezogen. Anfang dieses Jahres hat Russland auch innersyrische Gespräche moderiert in Moskau. Es gab zwei Begegnungen zwischen Vertretern der syrischen Opposition und einer Regierungsdelegation hier aus Damaskus. Gerade jetzt auch hat der russische Außenminister nochmal sich dafür eingesetzt, dass der UN-Sicherheitsrat
unbedingt also die Finanzquellen von diesem sogenannten Islamischen Staat austrocknen muss, dass der Sicherheitsrat gegen die Unterstützer dieses Islamischen Staates vorgehen muss. Und er hat also der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, aber auch der Außenminister haben gefordert, dass die sogenannte internationale Gemeinschaft, also die USA und die sogenannte Anti-IS-Koalition mit der syrischen Armee und mit der syrischen Regierung zusammenarbeiten soll, um diese Gefahr, die von dieser Terrorgruppe ausgeht, eindämmen zu können. Also von daher hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es gab wohl die Meldung, dass also aus der russischen Botschaft Personen abgezogen worden seien. Aber ich habe gerade vor einer Woche hier eine große russische Delegation getroffen. Also das waren bestimmt 20 Leute, die also hier politische Gespräche geführt haben. Und von daher kann man also nicht davon sprechen, dass sich da irgendetwas geändert hätte. Frau Leugefeld, eine US-Organisation hat ein bisher geheim gehaltenes Papier des US-Militärgeheimdienstes DIA aus dem Jahr 2012 veröffentlicht. Aus dem geht hervor, dass der bewaffnete Aufstand gegen Assad durch die USA und ihre Verbündeten unterstützt wurde und die Bildung eines zukünftigen syrischen salafistischen Fürstentums auf Zustimmung in den USA stieß. Wie ist dieses Papier zu interpretieren? Und gibt es auch den aktuellen Stand der Haltung der USA zu den bewaffnet agierenden Kräften in Syrien wieder? Also man muss sagen, dass gerade die US-Administration hier für die Syrer völlig widersprüchliche Signale aussendet. Das betrifft auch nicht nur Syrien, sondern das betrifft auch den Irak. Das ist ja dieses Gebiet, in dem dieser sogenannte Islamische Staat sich ausgebreitet hat. Auf der einen Seite, also hier in Syrien sagt die Regierung, die Obama-Regierung, gerade jetzt hat das Außenministerium in Washington das nochmal explizit bestätigt. Mit Assad wird nicht kooperiert, mit Assad wird nicht zusammengearbeitet. Also die bekannten Sprachformeln, die man auch kennt, er tötet sein eigenes Volk und so weiter. Auf Nachfrage von Journalisten ist also die Sprecherin schon etwas in Schleudern gekommen, weil also die Hartnäckigkeit, mit der die US-Regierung also behauptet, hier mit der Regierung nicht zusammenarbeiten zu wollen, trifft natürlich also bei Journalisten schon auf große Fragezeichen. Denn wenn man auf der anderen Seite sagt, man führt einen Kampf gegen den Islamischen Staat, also gegen terroristische Organisationen und auch gegen die Nusra-Front, die ja auch als terroristische Organisation gilt, dann gebietet eigentlich vor allen Dingen auch die Vernunft, dass man also auch mit einer solchen Regierung zusammenarbeitet, die den gleichen Kampf führt, also hier in Syrien. Und auf der anderen Seite gibt es Anzeichen, dass es durchaus auch Kooperationen gegeben hat. Zum Beispiel wurde ja der sogenannte Ölminister des Islamischen Staates Mitte April, war das glaube ich, von einem US-Kommando getötet an der Grenze zum Irak in einem Ort namens Al-Mayadin. Und dort hat es offensichtlich eine Zusammenarbeit gegeben zwischen Syrien, Irak, Iran und auch den USA. Aber das wird natürlich offen so nicht dargestellt. Und die syrische Regierung ist also immer der Meinung und hat das auch sehr häufig gesagt, kooperiert mit uns, arbeitet mit uns zusammen. Und dann werden wir in der Lage sein, diese ganze Gefahr, die von diesen islamistischen Gruppen ausgeht, auch eindämmen zu können. Bezug nehmend auf dieses Papier vom Pentagon, also vom US-Militärgeheimdienst, DIA, kann man sagen, das, was die damals also angedacht haben oder als Perspektive
für die Region hier aufgezeichnet haben und auch wer das unterstützt hat, schon zum damaligen Zeitpunkt. Also diese Perspektive hat sich jetzt umgesetzt. Also man sieht, dass das, was 2012 im August als mögliche Entwicklung und auch Gefahr gesehen worden war, sich real umgesetzt hat. Und das Interessante ist natürlich, dass der Militärgeheimdienst der USA damals gesagt hat, bei den Konflikten hier in Syrien von Anfang an waren Salafisten, die Muslimbruderschaft und Al-Qaida Irak aktiv involviert. Und das hat man im Westen gewusst. Und der DIA sagt, das war auch so gewünscht von den Gruppen, die die sogenannte oder die Opposition hier in Syrien unterstützt hat, nämlich dem Westen, der Türkei und den Golfstaaten. Also es gab frühzeitig diese Idee und diesen Plan und dafür hat man eben halt auch solche terroristischen Organisationen unterstützt, Syrien zu spalten. Warum? Das sagt ja dieses Papier auch, um letztendlich den Einfluss des Irans hier in Syrien zu unterbrechen, einzudämmen. Und dahinter steht natürlich einerseits das Interesse Israels und andererseits auch das Interesse Saudi-Arabiens. De facto ist es so, dass der Einfluss des Irans hier in Syrien durch diese ganzen Auseinandersetzungen viel größer geworden ist. Die Bevölkerung in Syrien leidet seit Beginn unter dem Konflikt. Wie ist die aktuelle Situation für die Zivilbevölkerung, zum einen in der Hauptstadt selbst und zum anderen für all die, die aus den direkten Kriegsgebieten flüchten müssen? Also ich kann sagen, für die Personen, die zum Beispiel aus Palmyra geflohen sind, denen ging es vorher schon relativ schlecht, auch in Palmyra. Bis 2010 hat es ja einen wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Land gegeben. Der war nicht in allen Bereichen gerecht und verlief auch sicherlich nicht unbedingt im nationalen Interesse. Also da gab es viel Kritik auch dran. Aber es war so, dass viele Menschen Arbeit hatten. Sie haben gut verdient. Sie konnten, haben nie Hunger gelitten, weil Lebensmittel hier sehr preisgünstig waren und subventioniert. Das Land konnte sein Öl verkaufen und hat von den bescheidenen Einkommen im Verhältnis bescheiden, jetzt wenn man mal sieht, was die Golfstaaten an ihrem Öl verdienen, also auch hier Infrastrukturentwicklung und vieles für die Bevölkerung auch machen können. Sicherlich nicht genug, also Kritik gab es und die war auch berechtigt. Aber jetzt ist es so, dass ja mit Beginn dieser Krise hier und den Aufständen, die ja von außen gefördert worden waren, auch Wirtschaftssanktionen verhängt worden sind. Wirtschaftssanktionen gegen ein Entwicklungsland sind völkerrechtswidrig. Insbesondere widersprechen sie dem humanitären Völkerrecht. Und die Europäische Union hat ja jetzt gerade diese Wirtschaftssanktionen um ein weiteres Jahr verlängert. Und das merken die Menschen hier natürlich ganz klar. Also sie haben innerhalb der letzten 4 Jahre im Grunde alles verloren. Ihre Arbeit, ihr Geschäft, ihr Zuhause, die Sicherheit, die es hier im Land gegeben hat und auch die Perspektiven für eine politische Veränderung, die ja am Anfang immer noch ein Thema war. Die Preise haben sich verfünffacht. Man kann sich also vorstellen, wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, ihre Wohnung verloren haben und die Preise für Lebensmittel haben sich verfünffacht, dann kann man sich vorstellen, dass es ihnen sicherlich sehr schlecht geht. Sie sind angewiesen auf Hilfe. Die Hilfe ist innerhalb der syrischen Gesellschaft enorm groß, muss ich sagen. Also die meisten Menschen, die aus den umkämpften Gebieten geflohen sind, sind ja in die Gebiete geflohen, die entwickelt sind, wo die großen Städte sind, wo auch die Regierung die Bevölkerung immer noch versorgt mit Strom und Wasser und Lebensmitteln. Die Mehrzahl der Bevölkerung ist also dort untergebracht. Und das nehmen wir mal eine Stadt wie Latakia. Da sind ungefähr 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Aleppo, aus Hasakeh, aus Deresor, aus Homs hingegangen. Sie alle finden dort eine Wohnung. Viele beginnen dort, ihre Geschäfte wieder aufzubauen. Zum Beispiel die Seife von Aleppo wird jetzt in Latakia wieder produziert. Also die Bevölkerung
hier untereinander ist sehr solidarisch. Und hinzu kommt, dass die schwierige wirtschaftliche Situation aufgefangen wird mit Unterstützung Russlands und mit iranischer Unterstützung. Iran hat Syrien also großzügige Kredite zur Verfügung gestellt. Und das hilft dem Land bisher weiter zu überleben, wirtschaftlich zu überleben.